Im alten Steinbruch, hoch über Arlesheim, ist nach der Pandemiepause an dieser Fasnacht wieder ein schöner Brauch gepflegt worden. Vor dieser traumhaft schönen Kulisse haben sich eine Gruppe Leute versammelt und mit Feuer und Rädelschwingen den Winter vertrieben. Das sind so Holzrädchen, die man wirklich den Hang durchabtut, werfen. Man tut den Spruch dazu sagen. Da darf man eben auch etwas zum Winter sagen, ciao Winter. Oder halt auch Sachen, die einem sonst stören, eben politisch zum Beispiel. Und adieu, den Hang durchab. Das ist doch noch recht speziell. Genau. Wer ist für das Organisieren von diesem Brauchtum verantwortlich? Also im Prinzip ist das Fasnachtsfeuer ist eigentlich von der Gemeinde. Das Sprengrädchen schiessen und die Wurst, die wir gratis abgeben, das ist von der Zunft, Säulezunft, alles sagen. Was bedeutet der Brauch? Feuer vertreibt den Winter und das ist eigentlich so die Grundsymbolik von dem. Und das grosse Feuer auch überall in der Gemeinde rundherum. Wenn ich jetzt gerade hier rüber schaue, sehe ich auch noch eins brennen und dass man so gemeinsam eigentlich mit dem Feuer den Winter vertreiben. Und dann wächst das Feuer zu einem beeindruckenden Flammenberg an, der mit Macht um sich greift und auch von der Umgebung nicht Halt macht. Ist das nicht gefährlich? Nein, das ist eigentlich, weil hier haben wir einfach das Schilf. Das ist zu unter Tür. Das Feuer ist einfach da gerade in der Nähe, oder? Und nachher allein von der Hitze fährt dann halt das Schilf verbrennen. Aber das macht nichts, das tut sogar gut, würde ich sagen. Dann gibt es wieder eine kleine Erde für den Boden rein, oder? Und das nächste Jahr kommt es auch wieder. Die Sicherheit bestätigt auch die anwesende Feuerwehr. Sicher ist es, dass das Feuer innerhalb eines bestimmten Reihe bleibt, oder? Und wir sind ausgebildet in Vegetationsbrand. Wir reden nicht mehr vom klassischen Waldbrand, wir reden von Vegetationsbrand. Das ist jetzt Schilf, das brennt. Das dürre Schilf ist prädestiniert zum Brennen. Und es ist halt da. Und man kann auch löschen durch Trennen oder durch Abbrennen lassen. Also das ist eine einfache Regel. Was abbrennt ist, kann nicht weiter brennen. Entsprechend ist jetzt die Situation für uns völlig entspannt. Und dass so ein Vegetationsbrand entstehen kann, braucht es eine gewisse Hangneigung und entsprechend das Brennmaterial. Das Brennmaterial war mit dem Schilf gegeben. Und die Hangneigung war am Anfang gegeben. Und nachher ist es in eine flache Zone reingegangen, wo das Schilf auch kühl war. Und dann ist es auch von selber wieder ausgegangen. Also es ist eigentlich ganz interessant, man kann es anschauen. Und wenn du jetzt dort schaust, wo es flach geworden ist, hat das von selber eigentlich aufhören zu brennen. Und nachher wäre ein Weg gekommen, ein Steinweg, und von dort wäre es dann gar nicht weitergekommen. Und so haben alle Anwesenden den Brauch ungestört geniessen und damit Arlesheim und der ganzen Welt Frieden und Glück für die Zukunft schicken können.